ein Spiel ist rausgekommen. Ich habe es schon ein paar Mal im Chat gelesen heute. Das ist jetzt, das Spiel ist released. Das Spiel ist draußen. Das heißt, das ist jetzt die Full Version. Yes. Ich kann es nicht glauben, wir spielen heute wirklich. Oh, ich kann mir einen Assistant aussuchen. Ich hätte jetzt Yumiko genommen. Ich finde, die sieht cool aus mit dem Tattoo. It looks like we have an uninvited guest. Let's show her who's boss here. Catch her! I didn't think you'd be able to do it, to be honest. Now we have to get rid of her. Throw her out the window in the hallway. She'll like the big city. Es ist so absurd, dass wir hier einfach einen Huhn aus dem Fenster schmeißen sollen. The hotel das kenne ich aber schon vom Tutorial. We need to put a lot of work into it. AliExcess. We already have guests waiting to stay here. So let's get the first room ready. Dankeschön, Tramgosch, für die 5 Monate und den Tier 3 Sub. Dankeschön, dankeschön. Ja, es ist halt. Das Huhn kann fliegen. Dem geht's bestimmt gut. Das Huhn kann fliegen, dem geht's bestimmt gut. Wow, look at all this stuff! Let's start by earning some money on this old painting. Bilde ich mir das ein oder ist da mehr Zeug drinnen als in dem Early Access Ding? Also da liegt mehr Zeug rum als damals, oder? Es ist mehr vollgerumpelt. Use the crowbar to dispose of the junk cluttering this place. And don't hold yourself aus, back. Ne? Oh Gott, ich habe den Boden rausgehauen. Ich wollte eigentlich nicht den Boden raushauen. Aber ich soll halt. Ja, aber ich will ja nicht den Boden raushauen. Aber irgendwie, wie kriege ich das denn sonst weg? Dankeschön, Otto Minotaur, für den verschenkten Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, aber damit hebe ich es ja nur auf. Ich will es ja nicht, ich will es ja loswerden. Ah, okay, so. Dankeschön für die verschenkten Subs. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Otterminator, für die 5 verschenkten Subs und willkommen an alle Neuen. Willkommen in der Crew. Wir haben das andere Werkzeug noch nicht freigeschalten. Wir müssen, glaube ich, jetzt erstmal. Aber es müsste doch auch damit gehen. Ja. Die großen Sachen gehen auch damit.
Nur die Rechnungen schafft er nicht. Weil so geht's halt viel schneller. Gott, ich reiß überall den Boden ab. Scheiße, ey. Oh Gott, ich habe hier auch Tapete gerade runtergeholt. Aber es sieht auch einfach alles... Achso, ich glaube, ich hätte den Stuhl auch verkaufen können, oder? Nee, der Stuhl zählt auch als Trash. Never mind. Der Stuhl ist auch Trash. Dafür kriege ich Geld. Dafür nicht. Na gut. Es ist alles Trash. Das ist auch Trash. Ah, es steht auch da, ob es Trash ist oder nicht. Und es steht auch da, was wir quasi anfokussiert haben. Da ist alles Trash. Alles Trash. Für den Spiegel kriegen wir doch safe noch Geld. Alter, das sieht so widerlich aus. Nee. Für den gibt's auch nichts mehr. Okay. Wir haben jetzt quasi alles an Trash weg. Was es so an Trash zum Wegwerfen gibt. Ich kann halt die Floor Elements zerstören, aber das ist ja nicht das, was ich brauche. Aber der sagt mir halt, dass hier immer noch Müll liegt. Ach so, doch, ich soll den ganzen Boden rausnehmen. Okay. Ich soll den ganzen Boden rausnehmen. Krass. Einmal quasi mit allem hier. So. Okay, Boden ist weg. Dann die Wände. Nicht die, nicht die Tür. Ich hätte halt einfach nur was drüber gehauen an Farbe. Aber offensichtlich dürfen wir das nicht oberflächlich renovieren. Offensichtlich müssen wir das richtig machen. Und richtig besteht daraus, einmal den ganzen problematischen Boden auch wegzubekommen und die Tapete und alles. Einfach nur drüberlegen ist nicht. Schade. Ah, hier sind noch zwei Lampen, die weg müssen. Geil. Pfusch ist nicht erlaubt. Ja. Meine Güte, die sollen sich nicht so anstellen. Passiert halt mal, dass man pfuscht. Ich liebe diese Funktion, dass man sich so zurücklehnen kann und das dann halt so größer machen kann und dann so eine ganze Wand wegbekommt auf einmal. Das finde ich richtig gut. Da ist noch Boden. Hä, wo ist dann noch Boden? Nee. Da drüben ist noch Boden, oder? Da. Da ist noch einmal Boden. Naja, die Lampen muss ich, glaube ich, auch einmal gleich rausballern. Aber ich glaube, für die Lampen bekomme ich potenziell noch mal Geld. Das ist, glaube ich, noch mal was anderes. Ich glaube, die kann ich noch verkaufen trotzdem.
So. Oh, das war die Decke. Das geht auch. So wird man die Decke los. Das ist auch okay. Dass da draußen Sachen fahren, ist auch neu, oder? Ich bilde mir ein, das war im Early Access auch nicht so, dass da draußen Fahrzeuge vorbeifahren. Ich hatte das Gefühl, im Early Access war das auch sehr leer draußen alles. Es wirkt lebendiger. Alter, wir müssen das alles neu bemalen. Holy shit. Das ist alles so nackig. Okay. Und jetzt haben wir noch das hier. Da unten ist noch Boden. There's lots of rubble on the floor after all that mayhem you caused. You've got some cleaning up to do. Okay, wir sind auch die ganzen furchtbaren Lampen los. Ah, und jetzt haben wir... Genau, jetzt haben wir einen Cleaner. Und damit können wir jetzt... Holy shit. Oh mein Gott, wie viel man auf einmal wischen kann. LOL. Ich kann ja den ganzen Raum auf einmal wischen. Boah, ich wünschte, ich könnte so zu Hause aufräumen. Now it's time for a new floor and walls. Choose ja, mega geil. Okay. Ich will kein Gras. Ich will auch keinen Keramikboden. Ich will auch keine Carpets. Ich hätte gerne einen Holzboden. Gibt es noch gar keinen Holzboden? Muss ich den erst freischalten? Ich habe das Gefühl, ich muss den erst freischalten. Hallo, Nameless. Oh, ich will nicht so einen hässlichen Carpetboden haben. Das ist furchtbar. So, da gibt es halt Fliesen und jetzt kann ich halt hier die Farben der Fliesen ändern. Oh, so dunkel finde ich geil, not gonna lie. So dunkelblau als Fliesen finde ich schon ziemlich, ziemlich solide. Und jetzt hätte ich gerne als Wand... Hätte ich gerne
Da könnte man jetzt auch mit so kleineren Fliesen gehen, theoretisch gesehen. Und dann vielleicht mit einem helleren Blau. Oder mit einem Grau. Das ist aber zu hell. Das ist alles... Ich meine, das sieht schon vom Stil her, boah, mit so... Ja. 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 Das finde ich gar nicht so scheiße. Ist halt einfach, also ja, ist halt nichts besonders Krasses oder so. Details kann man, oder Highlights kann man ja immer noch setzen. Aber das finde ich eigentlich okayisch. Ist halt ein Badezimmer. Und dann könnte man theoretisch gesehen, sobald ich dann halt meine, also die Musterfliesen setze ich rein, sobald ich gesehen habe, was wir für Möbel drin haben, weil sonst wird das doof werden. Man fließt Bäder aber auch nicht bis zur Decke, aber egal, das kann ich hier nicht beeinflussen, leider. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wie ich die Decke gefärbt bekommen. Ah, so. Kann ich das nicht irgendwie... Ich will ja auch keine Wallpaper-Graphics haben, aber das sieht halt richtig grauslich aus, wenn ich das einfach nur so mache. Oder wird das richtig weiß? Ohne diese komischen Riffel. Ach, das wird schönes Weiß. So eine Winterlandschaftsdecke. Die kann ich da oben nicht draufpacken. Das geht leider nur auf die Wände. Leute, es gibt keinen Parkettboden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann doch nicht alles fließen. Das ist insane. Dankeschön, Akatoshi, für die 14 Monate. Nee, es gibt auch keinen... Also ich weiß, dass das Spiel Holzboden hat, auf jeden Fall. Aber ich glaube... Den hat man einfach für das erste Zimmer noch nicht, damit es schön widerlich aussieht. Geil. Es gibt jetzt einen schönen... Hotelzimmerboden. Ne? Schick. Toll. Geil. Schöner Hotelzimmer-Teppichboden. Hotelzimmer-Teppichboden finden wir richtig toll. In so vielen schönen Farben. Ja, mega. Toll. Das sieht furchtbar aus. Das sieht absolut furchtbar aus.
Das ist, ich liebe alles daran. Es wird einfach nur unangenehm und hässlich. Es ist wunderschön. Aha. Dankeschön, Five and Eight, für die 33 Monate. Dankeschön. So schön. Die Musik ist sehr leise bei dem Spiel gerade. Wollen das eher so haben. Wir müssen den Boden eventuell nochmal ändern. Ich habe das Gefühl, der Boden passt nicht mehr so gut zu unserer Wand. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich habe das Gefühl, das passt nicht mehr so gut gerade. So, wir machen erstmal diese Wand fertig. Toll. Das sind so schöne Muster.
Wie viele von euch würden theoretisch gesehen in ein Hotel von mir einchecken? Ich frag nur. Wie gefällt euch mein Akt der Kunst? Nur bei gutem Frühstück. Ja. Gutes Frühstück gibt's bestimmt. So. Die große Frage, die sich mir ja jetzt stellt, ist, bleibt der furchtbare Pfirsichboden? Es hat halt schon super krasse Hotelzimmer-Vibes. Und das ist ja auch irgendwie das, was wir wollen. Wir wollen ja furchtbare Hotelzimmer-Vibes. Ich weiß halt nur nicht, ob es nicht zu furchtbar ist. Das müsst ihr mir sagen. Aber es ist halt, also es sieht furchtbar aus. Also diese Pfirsichbohnen und... Now for the most pleasant part. Furnishing. Let's start with beds. Guests need to have something to sleep on after all. We'll also need chairs and a nice little table, so the whole room's appealing to look at. Ich meine, das Schöne daran ist ja, wenn du in den Raum pinkelst, sieht der Urin an der Wand im Eingangsbereich gleich aus wie der Boden im Schlafbereich. Dankeschön, Milan, für die 35 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Und hallo, Lena. Ah, wir haben die ganzen Sachen noch nicht freigeschalten. Wir haben noch nicht so viel Auswahl. Wart euer Urin halt nicht die Farbe? Ich dachte, euer Urin hätte auch die Farbe. Komisch. Dankeschön, Bettiger Eumel, für 10 verschenkte Subs und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Wir können halt für schwarz-weiße Streifen gehen, ne? Oh, es ist wunderschön. Damit hast du... Bist du dir nie sicher, liegst du im Bett oder liegst du auf dem Boden im Flur? Ist toll.
Ah, das gibt so viele Einstellungsmöglichkeiten. Das ist so krass. Man kann so viel machen. Das ist richtig krass einfach. Und hier gibt es auch schöne unterschiedliche Tische. So, jetzt müssen wir nur noch das gleiche Holz finden. Das ist es. Ja, das ist toll. Also, das ist richtig heimelig alles. Muss ich einen Fernseher platzieren? Nee, ne? Geil, dann können wir das nämlich auch so richtig schön hier in die Ecke packen. Dann brauchen wir noch Stühle. Gucke mal, die haben, nee, die haben noch nicht das richtige Holz. Aber das ist auch kein Problem. Das ist wundervoll. Oder wir machen den Tisch schwarz oder weiß. Das würde es noch schlimmer machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dieses kleine, mickrige Sofa. Oh. Wozu soll ich denn noch einen Coffee Table hier reinpassen, packen? Wie viele Tische wollen die denn haben in einem so einem Zimmer? Ist ja absurd. Oh Gott. Also es tut mir aufrichtig leid. Ach, aber so ein Tischchen reicht offensichtlich. Das heißt, wir können wirklich alles in dem gleichen furchtbaren Holz machen, in diesem aschigen. Und jetzt fehlt noch ein Tischi, so ein Couch. Nee, warte mal. Erstmal, genau, sowas. So ein Sessel. Wir wollen halt den passenden Sessel zu dieser wunderschönen, zu diesem Sofa da haben. Genau so. Und den wollen wir jetzt auch innen gestreift haben. Dann haben wir. Oh, geil. Es ist wunderschön.
Ach, hier wollen wir das schöne, das da haben. Lovely. Now for the bathroom, and then we're good to go. Lovely. Lovely, it's beautiful. Alter, man kann einfach eine Holzwanne reinpacken. Weltklasse. Einfach eine Holzwanne. Ich weiß nicht, was ihr gegen die Regale habt. Die sind wunderschön. Stellt euch aber auch an. Das ist so ein Dingsi-Bumsi, wo ich jetzt auch die reinbekomme, ne? Ich muss Deutsch reden mit euch. Wo ich auch das Ding reinbekomme, das Waschbecken. Wo ist denn die Mitte von diesem Raum? Ist das die Mitte? Ich habe keine Ahnung. Ja, das sieht aus wie die Mitte. Und dann wollen wir jetzt hier so Waschbecken reinpacken. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgenommen habe. Das ist unter Umständen ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt habe. Lasst mich mal erst gucken, wie diese Waschbecken sind halt winzig, ne? Also, da haben wir so ein Holzding plus Waschbecken in einem. Was muss ich denn alles reinbekommen? Ich muss eine Badewanne reinbekommen. Ich finde halt, dass das Badezimmer irgendwie viel zu groß ist. Und deswegen wirkt alles, was man da reinpackt, meines Erachtens nach halt super verloren. Weil das so eine, es hat halt so eine weirde Größe. Es sollte halt eigentlich viel kleiner sein. Dann könnte man das halt viel besser quetschen. Und dann wird es halt nicht so verloren aussehen einfach. So ist irgendwie, also welche Badezimmer in einem Hotel sind denn wirklich so groß? Hatte ich noch nie. Das war alles immer viel, viel kleiner. Hallo Big Mo. Ja, eine Palme packen wir auf jeden Fall rein. Oh, das ist dieser furchtbare, dieses künstliche lasierte Material, das man so aus Jugendherbergen kennt. Auch in der, oh mein Gott, wir können das in der gleichen Farbe machen wie den Boden. Ja, selten so groß. Teilweise rationieren die ja sogar die Türen und oder Wände zum Badezimmer weg.
Wobei das ja wieder schick ist, ne? Ah, oh, geil. Ey, das sieht so toll aus. Ist vielleicht ein bisschen niedrig. Lass es uns vielleicht ein bisschen höher montieren. Die Frage ist, kann ich das in der gleichen Farbe umsetzen? Oh, das gibt's in allen schönen Farben dieser Welt, Leute. Das gibt's in allen schönen Farben dieser Welt. Aber wo ist Pfirsich? Wir brauchen so dringend Pfirsich als Farbe. Das ist halt nicht Pfirsich. Oh, ich glaube, das wird mich enttäuschen. Oh, danke schön, Navanum, für die 5 verschenkten Subs. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Vielen lieben Dank für den Support. Die haben nur so ein dunkleres Rosé, so ein dreckiges Pfirsich. Ich meine, das macht das Ganze halt noch attraktiver. Wenn wir mal ehrlich sind, macht das Ganze nur noch attraktiver, weil wir jetzt einfach so 2 unterschiedliche Pfirsichfarben hier drin haben. Und es ist einfach schick. Das könnte ich jetzt passend zur Toilette machen. Aber wir brauchen es ja auch hier. Was ist denn unser Pfirsich? Ah, den gibt es auch nicht in Pfirsich. Ist halt schade, wenn die Toilette das nicht hergibt, ne? Dass man das in der gleichen schönen Farbe umsetzt. Wie sieht es mit der Toilette aus? Das ist nicht der gleiche Ton. Das ist nicht der Fußbodenton, den wir brauchen. Aber das ist die gleiche Farbe wie die Badewanne. Das ist auch okay. Es ist richtig ugly. Oh Gott, nein, nicht in rosa. Halt. Halt, stopp. Nicht in rosa. Oh Gott. Ich bin disgusted. Ich bin einfach nur disgusted.
This room is missing some final touch. Add some cool lights, paintings, and standing decorations. Ja. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also... sind auch richtig tolle Lampen. Das ist halt nicht mittig. Ich bräuchte halt irgendwie einen Shortcut, damit ich sowas auch richtig mittig platzieren kann. So habe ich das Gefühl, dass egal was ich mache, das wird halt nicht mittig. Aber... ja, es ist wunderschön. Also, ich wollte halt eigentlich euch ein bisschen trollen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich selber am meisten darunter leide, was ich hier getan habe. Und not gonna lie, es wird halt irgendwie auch nicht besser. Aber sie haben echt coole Sachen zur Auswahl. Also wenn man wirklich auch ugly bauen möchte, das Spiel macht es einem echt leicht, ugly zu bauen. Also... es ist so hässlich. Holy shit. Und dann soll ich hier auch noch Bilder aufhängen. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Wir wissen alle, dass es nichts anderes sein kann als dieser Hund. Also es tut mir leid, aber wenn man diesen Hund gesehen hat, dann weiß man, dass der Hund das Einzige ist, was hier hängen kann. Es gibt gar keine andere Auswahl.
Nee, wir brauchen doch keine Bücher hier drin. Ich bitte euch. Wer braucht denn in sowas Bücher? Alter, das ist scary. Der Raum sieht aus, als würde ein Telekom-Mitarbeiter drin wohnen. Wow, Leute. Wow. Was kann denn der ganze Hass dafür? Also. Excellent. If your design is ready, you can make the room available for the guests. Boah, weiß ich nicht, ob ich das available machen möchte für Gäste. Also ich find's schon eher krass bedenklich. Wollen wir vielleicht... Weiß nicht, gibt es sowas wie Spiegel? Ein Spiegel wäre vielleicht noch was gewesen, oder? Gibt es Spiegel? Ich habe halt keinen Spiegel bis jetzt gefunden. Bathroom Wall Accessoires. Ja, hier müsste es doch safe einen Spiegel geben. Aber ich glaube, wir haben noch keinen freigeschalten. Es ist hässlich. Also, das ist furchtbar. Wenn ich so ein Hotelzimmer mieten würde. Ich würde halt bei solchen Farben auch einfach im Schlafzimmer gar nicht zur Ruhe kommen. Also das ist schon... Spiegel ist eine Extrakategorie. Ah, dankeschön. Ja, okay. Aber das Before, After ist ja jetzt auch nicht so schwer. Also, das ist ja... Schön ist was anderes. Wer ist das? Wer ist das? Und warum sitzt die da so komisch? Our first guests have just checked in and they look satisfied. It's all thanks to you. Check out the booking app. Thank you.
So, das ist jetzt $200. Wollt ihr mich verarschen? Ich bekomme $200 für dieses... pro Tag. Hey, I found a letter addressed to us. Looks like Grandpa left it. Come and check it out. Wir fahren jetzt runter, ne? Dankeschön, O-Bandit für die 4 Monate und Black Goat für die 2 Monate und Raum der Zeit für 34 Monate. Dankeschön, Dankeschön. Dear kids, welcome to my hotel. I hope you'll have fun returning it to its former glory. You'll be surprised what you might find at the end of the road. Enjoy the journey. Okay. I was right. This letter is really from our grandpa. I really hope we can make him proud. Ich kann es nicht glauben, dass wir einen Stern haben. Aber wir haben lauter Furniture. Wow, okay, wow. LOL. LOL. Wir haben endlich Holzboden freigeschalten. Here we go. Let's pick a name for this place and start working. Okay, ich kann jetzt dem Hotel einen Namen geben. Mit dem ganzen Müll am Boden glaube ich es auch nicht. Wow. Das ist halt viel zu gut. The Eumelton ist halt viel zu gut. Eumelton ist halt richtig gut, ey. Nein, vom Milton. Das Milton Hotel und Eumelton. Das ist gut, das ist geil. Kann ich hier einfach direkt putzen? LOL. Good evening, my name is Vlad Romensko. I'm... staying the night and I have a few modest requirements. I like silence and if I'm disturbed, well, let's say I can get rather hot-blooded. Ist das ein Vampir? Light irritates my sensitive eyes, so I'll need some dark curtains and please remove any mirrors. Ja, ich würde gern erstmal hier aufräumen, bevor ich irgendwie noch was anderes mache. Aber das ist, es ist halt alles dreckig hier. Das muss ja zuerst weg. Und hier sind ja auch so Trash-Sachen, die einfach weg müssen. Es muss ja auch nicht alles auf einmal jetzt... Oh, ich habe ein goldenes Ei gefunden.
Wir werden sehen, was... Oh mein Gott, es gibt Geld. Nice. Ah, ich muss die Sachen reparieren. Das kann ich mir aber gerade noch nicht leisten. Es muss ja nicht alles über Nacht wunderschön werden. Aber es gibt echt so ein paar Sachen, die machen es halt auch nicht unbedingt leichter, dass man sich hier wohlfühlt. Und so ein bisschen... Na, sieht doch gleich viel ordentlicher aus. Also immer noch nicht so richtig ordentlich, aber es sieht schon mal ein bisschen belebter aus. Gut, ist immer noch was anderes, aber das ist ja, es ist schon mal nicht mehr ganz so schlimm. Dankeschön, Mike. Oh, das ist sehr nett. Vielen lieben Dank für die 25 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. So, und ich habe gerade, mir ist gerade ein Bonbon aus meinem Mund gefallen. Kann ich essen. Dankeschön, Dinarira, für 32 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Hallo? So. Das hat einen coolen Aufbau. Das hat einen richtig coolen Aufbau. Holy shit. Das ist richtig schick. Lasst mal erstmal so durchgehen und schauen, ob es noch irgendwas gibt, was ich für Geld verkaufen kann. Ich glaube nicht, dass es so viel sein wird. Aber vielleicht ist ja irgendwo noch irgendwas, wofür ich Geld bekomme. Ja, so eine Vase zum Beispiel. So ein kleiner Buddha. Na gut. Und dann können wir ihr durchballern. Das und das und das. Hat er auch mitgenommen, sehr schön. Alter, das ist auch so viel Müll. Okay, die setzen die einfach so darunter. Good to know. Dann wissen wir das auf jeden Fall. Aber ich gehe davon aus, wenn man einfach nur so für sich schön bauen möchte, dann muss man halt den Free-Modus spielen, weil wir spielen gerade den Story-Modus. Und deswegen, ich frage mich halt, ob man alles schon von Anfang an available hat im Free-Modus zum Bauen oder ob man dort quasi auch Sachen freischalten muss. Das würde mich echt interessieren. Das weiß ich nicht. So. Und dann geht's hier weiter. Aber stelle ich mir auch wie ein cooles Projekt vor, oder? Also so ein altes Hotel übernehmen und das dann so stückchenweise herrichten. Stelle ich mir auch wie ein richtig, richtig schönes Projekt vor. Nur, dass halt Gastronomie und alles, was in die Richtung geht, halt echt ein richtig brotloser Job ist.
Hast aber super viele Auflagen für Hotelsachen und so weiter. Hallo Elms Brandy. Ein Dankeschön für den Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Und hallo Bömi. Ja, also es gibt halt unterschiedliche Reihenfolgen, in denen man Sachen machen muss, auf jeden Fall. Ich glaube, auch so komplett alleine ein ganzes Hotel zu renovieren, ist auch einfach unrealistisch. Also so drei Stockwerke, das ist auch einfach zu viel. Dankeschön, Bömi. Vielen, vielen lieben Dank. Außer du bist irgendwie so Renovator-Influencer und lebst halt davon, dass du TikToks und Reels davon hochlädst, wie Sachen renoviert werden. Dann ist halt Weltklasse. Dann holst du dir so ein altes Hotel und machst einfach die nächsten 10 Jahre deinen gesamten Influencer-Content daraus, dass du halt die Sachen stückchenweise renovierst und du halt einfach jedes Zimmer in einem eigenen Motto umsetzt und halt davon Sachen hochlädst. Aber ich glaube, wenn du einen anderen Job hast, abseits davon, dann... Also... Hallo Ben! Und danke fürs Verschenken von dem Subturtle, ey. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, weil als Handwerker wirst du ja trotzdem nicht nur das zu machen haben, oder? Also wenn du dir als Handwerker sowas holst, hast du ja trotzdem noch andere Sachen. Und ich glaube, wenn du dann als Handwerker arbeitest und dann verbringst du deine gesamte Freizeit damit, das eigene Hotel, das du gekauft hast, zu renovieren, kriegst du auch Burnout. Ich glaube, das ist dann auch richtig frustrierend. Mach nix in der Lobby, bis die Band kommt. Alles klar, ich mach nix in der Lobby, bis die Band kommt. Das musst du nicht rausnehmen. Alles gut, Turtle. Alles gut. Das ist eine gute Info, weil sonst schmeiße ich da richtig viel Geld rein und dann ist es für nix. Musst du nicht löschen. Aber danke, dass du so schnell reagiert hast. Und wenn du als Tischler dann die ganze Heizungstechnik machen musst, ist auch egal, ob du Handwerker bist. That's true. Mein Schwiegervater ist Flaschner und kauft renovierte Häuser als Hobby. Was ist Flaschner? Was ist das für ein Job? Ah, Gas, Wasser, scheiße, I see. Ja, wenn du das halt selber machen kannst, ist halt crazy. Das ist halt richtig krass. Ich hatte in der Schulzeit, hatte ich eine Freundin, da war der Vater, hatte vom Beruf so eine Metallkonstruktionsbaufirma. Die haben so auch für große Gebäude zum Beispiel so Stahlträger und so hergestellt. Und hatte halt so eine Baufirma, nicht nur das, aber die hat das auch gemacht quasi und halt Baufirma generell. Und die Mutter war Innenarchitektin und die haben, also das war, ich glaube, der Stiefvater. Und die haben auch als Hobby, haben die so richtig baufällige Häuser sich gekauft, haben die richtig krass renoviert, zu so richtig krassen Luxushäusern gemacht, haben da ein paar Jahre drin gewohnt und haben es dann immer verkauft und sich das nächste baufällige Haus gekauft. Fand ich auch richtig krass. Ist auch so, wie teuer möchte dein Hobby sein? Ja. Aber ist auch richtig krass, was die aus Sachen teilweise gemacht haben. Weißt du, so andere Menschen arbeiten ihr ganzes Leben darauf hin, dass sie sich vielleicht irgendwann eine kleine Eigentumswohnung leisten können. Und die kaufen sich aus Hobby heraus riesige Häuser und machen daraus Luxusvillen, weil halt. Die armen Kinder, nee, die haben das angefangen zu machen, als sie schon außer Haus war. Also die haben das quasi nicht mit den Kids gemacht, sondern da war sie schon, das ist halt der neue Freund quasi von ihrer Mutter. Und da war sie schon von zu Hause ausgezogen. Also die Kinder alle aus dem Haus und die haben das halt so für sich gemacht dann. Einfach, weil sie es können, ja, ist richtig krass. Ist richtig heftig.
So. Okay. Damit, ich glaube, wir haben damit erfolgreich. Nee, hier. Hier haben wir noch Sachen, die abgerissen werden müssen. Was ich mir halt denke, ist, das ist so ein wunderschönes Zimmer. Und dann richten wir es für jemanden her, der Vorhänge braucht. Ach, denkst du, okay. Du wirst einfach nichts davon haben. Du kannst gar nicht rausgucken. Du kannst dieses schöne, helle Zimmer gar nicht genießen. Warum kann ich dich nicht in ein Kellerzimmer packen? Aber lieber in alte Bausubstanz reininvestieren als abreißen und komplett neu bauen. Das kommt auf die Bausubstanz drauf an. In der Theorie ja, aber es gibt auch Häuser, da ist echt besser, wenn du sie niederreißt. Gerade, also, oh, guck mal, da ist ein Ei. Geil, Geld. So gerade, wenn es um Isolierung und so weiter angeht, ist halt mit alten Sachen teilweise schwer. Ah, hier ist auch noch der ganze Boden, der noch weg muss. Wenn man die Schönheit draußen nicht bewundern kann, ist es noch wichtiger, dass das Zimmer, in dem man sich aufhält, dann ist das Zimmer, in dem man sich aufhält, noch viel wichtiger. True. Dafür bin ich ja die perfekte Ansprechpartnerin. Ich baue ja wunderschöne Zimmer, wie wir erfahren haben, ne? Da muss man sich bei mir ja gar keine Sorgen machen. Das wird alles wunderschön werden. Okay. So, dann haben wir den Dreck hier einmal aufgeräumt. Okay, er möchte Shades of Black and Red und er möchte Curtains und Candles. Ernsthaft, Pallone, das wusste ich gar nicht. Da noch Boden? Wo? Oh, mhm. Jetzt haben wir Wooden Flooring. Wooden Flooring klingt auch gut. Im Studium haben wir gelernt, immer schön eine Zirkulationsschicht von einer Fingerbreite, egal ob Dämmung oder Mauerwerk. Das ist super spannend. Das heißt, ich hab nicht gedacht, dass man zu gut dämmen kann, um ehrlich zu sein. Ich meine, klar, es ergibt halt total Sinn, aber es klingt, finde ich, trotzdem sehr faszinierend, dass Leute ersticken, weil die Luft nicht zirkuliert.
Uns bleibt jetzt natürlich immer noch die Option, das wunderschöne Schlafzimmer mit einem Teppichboden auszulegen. Ne? Weil wir haben ja schon gelernt, wie sehr wir Teppichboden lieben. Dankeschön, Robert Blizzard, für die 48 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Final, für die 9 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank. Es ist wunderschön, Leute. Alles. Ich hasse absolut alles daran. Ich dachte, wir tryharden jetzt. Naja, ich muss ja... Das soll ja ein Vampirzimmer werden. Ich kann überhaupt gar nichts dafür, dass das... Ach, kann ich die Geschwindigkeit oben reduzieren? Wie kann ich denn die Geschwindigkeit reduzieren? Ja, links oben. Ich will... Ah, perfekt, dann vergeht die Zeit langsamer. Dankeschön. Dankeschön, Akalipa, für den Prime-Sub übrigens auch. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Die Wand ist furchtbar. Die Wand wird auch nicht besser, wenn ich sie mir noch länger anschaue.
Die Wand ist einfach furchtbar. Die muss einfach wieder weg. Das ertrage ich nicht. Das ist einfach zu viel des Guten. Das schaffe ich einfach nicht. Oh, das ist nett, Alkai. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist sehr nett. Vielen lieben Dank. Not gonna lie, ich mag diese Tapete. Ich finde die schön, aber ich finde sie in Kombination mit dem Boden im Nebenzimmer, finde ich sie furchtbar. Vielleicht muss auch einfach nur der Boden da weg und die Tapete wieder hin. Vielleicht ist der Boden auch einfach zu viel. Der Boden ist toll. Echt? Ich meine, als Alternative bodentechnisch. Haben wir jetzt auch nicht so viel, wenn es um Teppichboden geht. Hallo Melodenhummel. Dankeschön, Michi, für die 49 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ich meine, es soll halt ein Vampirzimmer werden. Das Spiel möchte von uns ein Vampirzimmer. Also in irgendeiner Weise. Und wo ist schwarz? Das ist ja nicht dunkel genug. Haben wir kein Schwarz in dem Spiel? Das kann doch nicht sein. Als ob wir kein Schwarz haben. Doch, da. Wobei das auch nicht schwarz ist, sondern grau. Ach, das sieht nur da drüben so hell aus, weil es direkt im Fenster liegt. Schwarze Decken sind auch einfach so eine, ein bisschen so eine Sünde. Die drücken richtig krass. Also für schwarze Decken brauchst du echt ein Haus, wo das geht. Ja, ich finde den Boden zu hell, tatsächlich. Ich finde, also der Boden ist halt super aufgeregt, das ist mal eine Sache. Aber vor allem finde ich ihn halt zu hell durch das Weiß.
Der macht den Raum halt so viel heller, als er eigentlich ist. Also ich finde einen Teppichboden schon passend, aber... Perfekt. So, und jetzt wollen wir noch mal wegen Teppichen gucken. Das ist halt nicht dunkel genug. Das hat halt so einen Grünstich. Einen Grünstich wollen wir auch nicht. Pfirsich wollen wir auch nicht. Ja, das ist halt... Das gäb's halt, das wäre schwarz. Aber das sieht halt nicht edel aus. Das ist halt alles so hell irgendwie. Irgendwie verändert sich die Farbe auch so krass, je nachdem, in welchem Licht man guckt. Ja, das sollte halt eigentlich schwarz sein, aber irgendwie ist es weiß. Ja, ich möchte ja den Teppichboden haben, weil es eklig ist. Also weil das gerade im Chat steht. So, das ist ja der Grund, warum wir es haben wollen. Der schöne, richtig ekelhafte Hoteller-Teppichboden. Das ist quasi das Ziel. Das Zierbild. Ja, und jetzt könnte man das halt hier in so einem... Ist halt auch nicht die Farbe, ne? Da passt farblich auch nicht so richtig. Man könnte es auch in Schwarz machen. Schwarz wäre eine Option, aber das Rote finde ich eigentlich schöner. Oh Gott, das war zu viel. Ah.
Ich muss mich wahrscheinlich dazwischen auch nochmal um das andere Ding kümmern, oder? Um... Oh lol, das kann man auch sprayen. Lol. Man kann auch einfach malen, statt die kompletten Fliesen anzudingsen. Lol. Okay. Kannst du Graffiti machen? Ganz neue Möglichkeiten. Ganz neue Möglichkeiten. Ich muss ein Zimmer für einen Vampirgast umsetzen. In Rot und Schwarz und düster. In Rot und Schwarz und düster. Und ich habe mich immer noch nicht entschieden, was ich für einen Boden hier haben möchte. Ja, ich krieg die Mustertapete leider nicht dunkler. Marmorboden. Im Schlafbereich Marmorboden. Wäre Marmorboden nicht eher was fürs Badezimmer? Ich will halt irgendeine Art von Teppichboden hier haben. Und mich macht der ganze Teppichboden unglücklich. Das ist furchtbar. Das ist einfach, also... Es gibt gefühlt alle Farben dieser Welt. Aber nicht das, was mich glücklich macht. Das ist halt so hell. Der sollte viel... Ich glaube, dass das ein Grafikbug ist. Ich glaube, der sollte viel dunkler sein, als er angezeigt wird. Und der wird einfach... Oder soll der so hell sein? Wieso gibt es denn den nicht in dunkler? Nee, der soll so hell sein. Das wäre zumindest so ein bisschen dunkler. Aber... Es sieht halt immer noch eher grau aus als irgendwas anderes. Ja, es ist nicht optimal, aber es ist halt schon dunkel. Ist halt die Frage, ob wenn ich hier erstmal Vorhänge hinhänge und den ganzen Raum halt verdunkle, ob es dann nicht eh besser wird.
Oh, die gibt's auch in allen möglichen Motiven, heilige Scheiße. Nee, das kann man ja komplett zuschieben. Das ist ja funny. Das soll ja nur so symbolisch quasi sein, von wegen, du kannst es zuschieben, aber muss ja nicht ganz zugeschoben sein. Zu jedem Zeitpunkt. Aber es wirkt halt immer noch hell. Es wirkt halt alles immer noch super, super hell. Ich meine, es wirkt schon ganz anders mit den dunklen Vorhängen, aber... Ja. So, was machen wir denn jetzt hier? Hier könnte man halt auch so eine richtige Steinmauer nehmen. Warum will er das denn nicht machen? Ach, das kann man drüberlegen. Okay. Weil da nur Farbe war, wahrscheinlich deswegen. So, und dann wollen wir... Hier auch einfach für Schwarzi gehen. Damit können wir erstmal nicht so viel falsch machen. Cool. So, und dann müssen wir uns überlegen, wahrscheinlich einfach schwarze Fliesen oder sowas, ne? Was haben wir denn? Wall Covering Ceramics. Und da brauchen wir halt, ja, die sind halt alle viel zu aufregend. Einfach schöne, dunkle, schwarze, edle Fliesen und gut ist. Der Boden ist eh so stressig im Badezimmer. Da brauchen wir eigentlich nicht noch mehr Stress mit einbringen. Der sollte eigentlich von sich aus genug Stress machen. Wobei man natürlich überlegen könnte, ob man alle Wände fließt. Weil man zum Beispiel diese eine Wand auch mit einer... Hier, da könnte man auch eine schöne aufregende Tapete draufpacken. Die so tief sitzt quasi. So, dann wollen wir einmal Farbe, nein, nicht Cleaning, Farbe, genau.
Decke einmal schwarz. Ich würde, glaube ich, depressiv werden in so einem Zimmer, das so viel schwarz und rot hat. Das ist halt etwas, das hätte ich mir als Jugendliche richtig gewünscht, so ein komplett schwarz-rotes Zimmer. Aber ich glaube, mittlerweile würde ich bei sowas einfach depressiv werden. Dankeschön, Daniel, für 11 Monate und den Tier 2 Sub, by the way. Vielen, vielen lieben Dank für den Support. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ist eine richtige Gruft. Ist eine richtige Gruft. Ja gut, dann lass uns damit arbeiten. So, wir wollen einmal, genau. Dann haben wir jetzt überall Curtains. Okay, dann wollen wir jetzt hier einmal ein schönes Bettchen hin platzieren. Ich meine, wir haben noch nicht so viele Sachen freigeschalten. Du kannst halt die gleiche Bettwäsche nehmen wie die Vorhänge. Das ist halt auch next level crazy. Aber es macht halt irgendwie den Boden wieder so unruhig. Aber es ist halt auch Hotelzimmer, ne? Also irgendwie so ein bisschen unruhiger Boden wird es halt most likely immer sein. Es ist halt... Ja, lass uns nicht drüber reden. Es ist halt... Ein Hotelzimmer. Es ist trotz allem ein Hotelzimmer. Gibt es auch einen Teppich, den man über den Teppich legen kann? Auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall auch tun. Das ist alles nicht das, was ich möchte. Oh, das ist alles nicht das, was ich möchte. Machen wir erstmal mit dem Schlafzimmer weiter, das fällt mir leichter. Lasst uns erstmal nach einer Deckenlampe suchen. Ich glaube, ich nutze einfach nochmal die gleiche wie hier. Dann ist es einheitlich. Und
Dann wollen wir einen Kleiderschrank. Den Kleiderschrank würde man auch ins Schlafzimmer packen, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wo? Wahrscheinlich einfach hier auf die Seite. Ja, passt sehr gut vom Stil in so einen. Ah, wobei, das ist auch schön. Alter, es gibt so viele. Das könnte man halt auch richtig schön auf das andere Holz. Das sieht ein bisschen edler aus. Und dann schön dunkel. Das finde ich auch richtig schick. Ich meine, es ist ja ein Hotelzimmer. Du hast ja nicht hunderttausende Lagermöglichkeiten, I guess. Oder brauchst keine hunderttausenden Lagermöglichkeiten normalerweise. Das passt halt auch vom Stil. Das ist halt süß. Oder das hier, das finde ich auch richtig süß. Müssen wir halt auch mit diesem anderen Holz gehen eher. Welches ist das denn? Ja, das ist eher das hier. Aber auch nicht das hier. Und dann auch in dem Ton. Aber ich glaube, wir haben das Bett nicht in dem Ton. Müssen wir gleich gucken, ob man das Bett auch so weit bearbeiten kann. Ich glaube, da kriegt man nur die Matratze, also die Bettwäsche bearbeitet, aber nicht das Bett als solches, was super schade ist. Befürchte ich so ein bisschen. Das Bett sieht furchtbar aus. Also not gonna lie, das Bett sieht furchtbar aus. Ich werde 100 Jahre brauchen, um damit zufrieden zu sein hier. Das hätte halt... Oh, ich glaube, das andere Zimmer ist dreckig oder so. Das hat halt auch wieder ein anderes Holz. Ich glaube, ich kann einfach die Holzarten bei den Betten nicht ändern. Und das suckt balls. Ich könnte auch dieses Bett nehmen, das hat einfach kein hinteres Ding, dann fällt das nicht so stark auf. Aber ich finde Betten ohne so Kopfteil immer unfassbar unangenehm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde das ganz furchtbar. Und du kannst halt so viel bearbeiten. Aber halt auch irgendwie leider nicht alles. Ich mag das Bett ohne Kopfteil schon. Ja, hat was trotzdem, ne? Schaut gar nicht so scheiße aus. Ich könnte auch einen Schrank hinten dran stellen. Ja. Dann würde man es nicht merken, dass da ein Kopfteil fehlt. Könnte man sogar mit so einem runden Kopfteil machen. Das wäre auch wild. Ah, du musst da aber leider richtig viel Platz lassen. Das geht nicht auf, weil du das nicht zusammenschieben kannst, leider. Ich krieg das da nicht richtig reingeschoben. Da muss ich noch einen Cheat finden dafür.
Schade, das wäre cool gewesen. Aber das Teil finde ich trotzdem schick. Okay, dann wollen wir... Ich weiß auch nicht. Diese ganzen schönen, super aufregenden Muster. Kriegen, also da, ich krieg da einen kompletten Anfall. Das geht nicht. Ah, diese ganzen Muster. Muster über Muster über Muster. Und dann noch ein bisschen mehr Muster. Aber das ist irgendwie das, was für mich ein Hotelzimmer ausmacht. Ganz viele Muster. Hotelzimmer sind, finde ich, immer Mustergeschichten. Immer. Ich war, glaube ich, bis jetzt noch nie in einem Hotelzimmer, das keine furchtbaren Muster hatte. Jedes. Immer. Musterwohnung. So, und jetzt wollen wir hier noch einen Tisch irgendwie haben. Es hat halt alles so einen krassen Rotstich durch die Lichter, dass ich überhaupt nicht sehe, was sich da gerade so dazu bastle. So, und jetzt wollen wir noch eine Couch. Welche Couch passt denn zu diesem Sessel? Nichts davon so richtig, ne? Mich stört der Vorraum, der den direkten Blick aufs Bett gewährt. So kann man keinen Besuch empfangen. Das ist ein Hotelzimmer. Also das ist keine private Bude, die man da renoviert. Das ist ein Hotelzimmer, das man renoviert.
Diese ganzen Muster machen es nicht besser. Dankeschön, Margot, für die 34 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Aber was machen die auf der Couch, den anderen beim Essen zu schauen? Nein, ich... Nein. Aber ich glaube, ich kann noch gar keine... Ich glaube, ich kann noch gar keine Dings bauen. Noch keinen Fernseher und so weiter. Das ist alles noch... Oder? Ich kann ein Zelt wo reinstellen. Und eine riesige Kamera und ein Klavier. Oh doch, ich kann Sachen wohin packen. Ich kann hier so ein richtig... Boah, das sind so Fernseher, die sind dann so montiert, dass es einen richtig hardcore triggert. Wenn die dann so seitlich auf der Wand sind. Oh... Also, ich kann theoretisch gesehen den Tisch hier ein bisschen zur Seite schieben. Und dann kann ich theoretisch gesehen... Das macht mich halt alles ein bisschen aggressiv jetzt, weil alles so ein bisschen so halb im Raum drin stehen. Und honestly weiß ich nicht, ob das sein muss. Ich brauche irgendwas, wo ich einen Fernseher draufstellen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass das lost aussieht. Aber das sieht lost aus. Also das Ding hat jetzt einen Fernseher. Also wir können uns jetzt hier auf jeden Fall nicht mehr beschweren. Kann ich das irgendwie wieder aufrichten? Nee, da steht TV dabei. Da steht TV dabei. Das ist ein TV. Warum ist der schief? Das ist nicht unser Problem, dass der schief ist. Der ist gar nicht schief. Das sieht nur so aus. Ich kann dir nicht sagen, warum der schief ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht möchte der schief sein. Ich will den auch nicht dran hindern. Wenn der schief sein möchte, dann darf er gerne schief sein.
Ich habe mich gar nicht aufgeregt. Hallo Copilius. Frage ist, kriege ich den auf die gleiche Farbe verändert? Nee, natürlich nicht. Das wäre halt zu schick gewesen. Dann hätte ich den richtig schön da drin versinken können. Es muss noch irgendeinen Trick dafür geben, wie man die Sachen rein versenken kann. Es muss doch auch noch irgendeine Möglichkeit geben. Wobei das farblich auch gar nicht maximal scheiße aussieht. Also, es ist halt nur viel zu niedrig. Also. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch den hier farblich also wenn sie das Holz jetzt nicht haben heulich, ne, ist halt auch nicht so richtig das hier. Das ist alles nicht das Richtige. Ich heule. Das ist halt, es ist nicht das gleiche Holz. Ach. Leute, es tut so weh. Das ist halt, also das ist halt ein Verbrechen. Das ist ein absolutes Verbrechen, dass es diese Holzarten dann nicht identisch aufeinander abgestimmt gibt. Das ist einfach, das tut einfach weh. So. Das sollte halt in solchen Spielen nicht erlaubt sein. Geht nicht. Ich meine, wir haben hier wunderschöne Waschbecken. Die kann man auch schön dunkel machen. Das finde ich auch sehr, sehr toll. Tatsächlich. Aber ich hab noch nicht rausgefunden, wo ich die halt rein versenken kann. Weil die halt überall nicht zum Versenken gehen.
Die stehen halt überall. Ich kann das auch gar nicht so platzieren. Also irgendwas habe ich noch nicht rausgefunden. Wenn wir jetzt doch mit dieser anderen... Wo ist sie denn? Wenn wir jetzt mit der... Man könnte die halt auch so glänzend machen. Das würde gehen, wie die quasi Badewanne. Und dann packt man da Holz drüber. Das ist halt jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber es sieht auch nicht komplett scheiße aus. Also glücklich machen tut es mich auch nicht. Ich hätte viel lieber so ein Stück, das ineinander passt. Oder dass man so Mitte snappen kann zueinander. Aber es ist auch... Ja, ist auch nicht maximal scheiße. Also, let's go. Dusche brauche ich keine, ich brauche nur eine Badewanne. Das Waschbecken noch schwarz statt weiß. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt machen kann. Ah, doch. Geil. Ja. Ja, wir arbeiten, womit wir können, ne? Da ist halt auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, warum ist der Deckel weiß? You know? Versteht ihr, was ich meine? Like, why? Nein, das macht mich wütend. Also das sind dann Dinge, die halt dazu führen, dass ich auf Steam eine Bewertung schreibe und frage, Leute, was ist das? Aber hier geht sie jetzt komplett, das ist eine andere. Aber die ist halt so matt. Ich fühle mich mit dieser Toilette auch irgendwie so... Die steht so einsam im Raum. Ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir, aber die steht so einsam im Raum. Die tut mir richtig leid, die Toilette. Also da würde ich mich auch beim Kacken einfach nicht wohlfühlen, weil du halt irgendwie so lonely bist. Gibt's eine Abtrennung? Nee, haben wir noch nichts freigeschalten in die Richtung. Gibt's bestimmt irgendwo. Ich will auch keine weißen Handtücher. Das ist alles so. Treibt mich ja direkt wieder in den Wahnsinn. Da könnte ich einfach fuchsig werden. Da könnte ich direkt richtig fuchsig werden.
Warum sind die denn jetzt weiter vorne? Das. Das sind so Dinge, die machen mich fertig. Das sind so Dinge, also. Das macht mich fertig. Und jetzt steht das da schon wieder so. Okay. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch Kerzen. Ist das eine Kerze? Alter, warum wackelt die so? Lol. Warum hat die denn... Hä, warum... Warum ist sie denn umgefallen? Dieses Spiel verarscht mich auch nur. Ich muss halt hier überall Kerzen positionieren, weil der halt Kerzen von mir möchte. Das heißt, wir müssen da so ein bisschen mit Kerzen arbeiten. Wir finden hier gerade auch alle möglichen Dinge außer Kerzen. Zum Beispiel eine riesige Skulptur von einer nackten Frau. Wie viele Kerzen möchte der denn haben? Also ich würde ungelogen in einem Hotelzimmer, einem Hotelgast, niemals so viele Kerzen zur Verfügung stellen. Also das ist ja völlig utopisch. Ich würde, wenn ich ein Hotel hätte, würde ich ein Kerzenverbot aussprechen, weil ich einfach Angst hätte, dass die Leute sich mit den Kerzen irgendwie selbst abfackeln und das ganze Hotel gleich mit drauf. Also die haben schon erstaunlich viel Vertrauen in ihre Gäste, wenn die da so viele Kerzen zur Verfügung stellen. Ach du Scheiße. Ja, wir wollen da jetzt noch irgendein schönes Bild drüber haben. Vielleicht arbeiten wir mit so einem... So, warum möchte der jetzt nicht so weit gehen? Warum lässt der andere sich so weit setzen und der macht jetzt Probleme? Ah, doch. Geht. Dankeschön, Odin. Vielen, vielen lieben Dank für die 5 verschenkten Subs und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Das ist sehr nett. Dankeschön, Dankeschön.
Ja, irgendwie kriege ich dann irgendwie mehr was so abgestellt, wie ich es gerne hätte. Das ist alles nicht das, was ich will. Das ist alles nicht das, was ich will. Und jetzt soll ich hier halt noch Lichter reinpacken, obwohl wir halt schon 100.000 Kerzen überall haben. Das ist halt... Wo soll ich hier denn noch Lichter reinpacken? Die stören doch überall nur. Wir haben doch schon 100.000 Kerzen in jeder Ecke. Wir brauchen hier wirklich realistisch betrachtet keine Lichter mehr. Und jetzt soll ich auch noch Decken, Wandlampen hinmontieren. Also. Wohin denn? Da stehen überall Kerzen. Ich wäre ja voll bei euch damit, aber ich soll ja Kerzen montieren. Geil. Das hat funktioniert. Aber irgendwie fühlt es sich immer noch leer an. Lasst mich noch einen Teppich platzieren. Haben wir noch eine Möglichkeit, einen Teppich auf den Teppich zu legen? Nee, ne? Nee. Teppich auf den Teppich geht nicht mehr. Doch, da. Teppich auf den Teppich. Ja. Der ist halt auch so aufgeregt. Gibt's da nicht was Ruhigeres? Nee. Ich hätte gern eigentlich einfach nur... Oh Gott. Nein, nicht in der Farbe. Ich hätte halt gerne was Ruhigeres. Etwas... Einfach nur einen großen, schwarzen Teppich. Also das Spiel macht übel viel Laune, aber die Auswahl oder eben Nicht-Auswahl von manchen Formen oder Nicht-Formen frustriert teilweise sehr. Die Menge an unterschiedlichen Krimskrams-Dingen hier drinnen auch. Dankeschön, Kleppi, für die 10 verschenkten Subs. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Das ist super nett. Und dankeschön, Odin, für die 5 verschenkten Subs. Und dankeschön, Schiddel, für die 28 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, es macht halt viel mehr Spaß, hässlich zu bauen, immer noch, ne? Auf merkwürdige Art und Weise schaut die abgefuckte Variante davon harmonischer aus als das, was ich gebaut habe. Ich krieg dafür $500 am Tag. Nie. Law. Alter, was hat die denn hier angestellt? So, jetzt müssten ja eigentlich meine... Ja, jetzt ist meine Cleanness wieder auf 100%. Die hat vor irgendwas Angst. Ich habe keine Ahnung, wovon... Hier habe ich einen extra Bonus bekommen. Ich weiß nicht, wovor die Angst hat. Ich habe die irgendwie erschrocken. Ich habe noch nicht verstanden, warum. Bitte sagt man das, sagt man, dass man die gestern auch tatsächlich sieht.
Ich glaube. Also ich habe vorhin jemanden durchlaufen sehen. Durchs Hotel. Aber jetzt sehe ich niemanden. Oh, hier ist noch ein goldenes Ei. Geil. Genau, den Dude habe ich vorhin schon die ganze Zeit gesehen. Aber der ist nicht eingecheckt bei mir. Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist einfach ein wildfremder Mensch. Der, ach du heilige Scheiße. Der hier durch die ganzen Räume läuft. Ja, das sieht schon echt alles eher wild aus. Ja. Gut. Wir haben zwei Zimmer fertig bekommen. Hi, ich würde gern einmal runterfahren. Ich würde dich einfach einmal mit runternehmen, ne? Ist ja kein Problem. Ach, du hast dich in Luft aufgelöst. Gut, auch gut. Und dann würde ich hier jetzt einmal speichern. Oh. Also es hat schon Spaß gemacht. Es war schon sehr, sehr lustig. Aber teilweise fühlt sich's auch schon ein bisschen klingy an. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist erst vor kurzem rausgekommen, genau. Das ist letzte Woche rausgekommen. Und ich bin bis jetzt sehr angetan davon. Also ich find's bis jetzt sehr schick. Also ich finde, sie haben seit dem Early Access haben sie sich noch mal massiv verbessert, was die Muster angeht und wie gut die zueinander passen. Das war im Early Access war es richtig schlimm. Da fand ich es richtig schwer, ein Zimmer richtig passend einzurichten. Das finde ich jetzt besser. Und ich bin gespannt. Also ich habe auf jeden Fall Bock, da noch ein paar Tage reinzugucken und zu schauen, was man noch so alles damit tun kann oder eben auch nicht tun kann.